eigentlich ist der Skiclub Arlberg der Skiclub, der erste war, der auf Frisky gesetzt hat, wo es eine Zelle gibt, die mittlerweile in Österreich oder immer schon in Österreich die stärkste ist, mit dem meisten Nachwuchs, wo man denkt, da gehört eigentlich die Staatsmeisterschaft hin. Wir haben einfach gesehen, dass das Stangenfahren alleine die Kids nicht mehr hinterm Ofen hervorlockt haben und nach Alternativen gesucht und mit Giko Wolf einen jungen, motivierten Trainer gefunden. Und der hat eigentlich diese Szene ins Rollen gebracht und aus einem kleinen Schneeball ist eine große Lawine geworden und das macht richtig Spaß. Die Judges, da gibt es verschiedene Kriterien. Sie schauen auf jeden Fall auf den Style, auf Technical, quasi wie ein schwer der Trick ausgeführt worden ist. Und die Landung und die Höhe ist schon sehr wichtig bei den Sprüngen. Vielleicht war ein bisschen mehr drin gewesen. Im ersten Run habe ich ihn nicht so ganz so sauber abgebracht. Im zweiten Run habe ich die Rails da ein bisschen besser gemacht. Hat es mir aber leider am letzten Kicker geschmissen. Darum ja, kann ich nicht sagen, wie viel mehr drin gewesen war. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Richtig eine gute Woche erwischt, alle Tricks angebracht und taugt mir voll. Ja, also mit den Buben trainieren ist cool, weil dann kann ich mithalten eigentlich auch. Die sind halt alle jünger. Also heute beim Rennen habe ich eigentlich alles machen können, was ich probiert habe. Und es ist gut aufgegangen, ich habe meine Tricks gelandet und ja, bin zufrieden. Yeah, it was a perfect run. Like, did a smooth run with a couple of cool tricks and yeah, I just had so much fun.